So Freunde, da sind wir wieder zurück auf der Single Couch 2022 hier am Geib und Volksfest in Straubing. Hier neben mir sitzt mal wieder eine junge Dame. Servus, wer bist denn du? Wo kommst du her? Ich bin die Lisa und ich komme aus Mitterfels. Okay Lisa, was machst du denn gerne in deiner Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich tatsächlich gerne ins Fitnessstudio, ins Jumpers in Straubing. Ich lese außerdem gerne und ich singe gerne. Ich bin ja bei einer Band dabei. Und ich unternehme gern was mit Freunden und ich bin gern fort und ich gehe auch gern fort. Also ich habe gern Spaß. Okay, was macht sie für Musik, deine Band? Wir singen eigentlich alles, also über Rock'n'Roll zu Pop und teilweise mehr traurige Lieder oder Balladen. Wir singen mal alles tatsächlich. Okay, also sehr musikalische Person. Dein Traummann, Lisa, wie soll der sein? Was soll der mitbringen? Also mein Traummann ist tatsächlich größer als ich, also ich bin 1,68, er ist ein bisschen größer, dunkelhaarig und vielleicht ein bisschen breiter gebaut. Das sind so meine einzigen Ansprüche und auf jeden Fall soll er Humor haben. Also sollte er körperlich fit sein auch quasi? Genau, ja. Okay, und Humor, sonst nur irgendwas charaktermäßiges? Für mich ist tatsächlich Humor und Vertrauen das Wichtigste. Also wenn ich mit meinem Partner nicht lachen kann, dann ist er für mich nicht nix. Okay, das perfekte erste Date, das dein Partner für dich organisieren kann, was ist das? Irgendwas Abenteuerlustiges. Ich war tatsächlich auf viele erste Dates, die wo Kino ausgesucht haben. Kino finde ich langweilig, weil man nicht viel miteinander reden kann und man lernt sie nicht wirklich kennen. Ich finde es schön, wenn man irgendwas unternehmen kann, wo man sich viel unterhalten kann und wo man sie wirklich kennenlernt einfach. Okay, okay. Eine letzte Frage nur an dich, Lisa. Was würdest du sagen, was ist deine größte Stärke? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Meine größte Stärke würde ich sagen, wenn ich wirklich einen Partner habe, dann bin ich immer für den da und ich versuche immer, den zu unterstützen, egal um was es geht. Ja, zum Beispiel ich selber auch, also mit dem Selbstvertrauen, ich probiere immer den zu unterstützen, immer für den da zu sein. Was mich zum Beispiel angeht, auch mit dem Singer, es kostet ihm immer ein gewisses Selbstvertrauen, irgendwo aufzutreten. Und ich hoffe, dass ich meinem Partner auch das Selbstvertrauen geben kann, dass er auch irgendwann so weit ist, so was Ähnliches zu machen oder irgendwie so was mehr traut und aus sich rauskommt. Okay, also Leute, wenn ihr mit der Lisa hier nicht ins Kino gehen wollt, wehe, ihr geht's ins Kino, macht's was Gescheites mit ihr, dann schreibt's, meldet's euch und vielleicht geht ja was zusammen.